Hallo meine Lieben, schön, dass ihr heute in dieses Video einschaltet. Wir machen heute nicht so direkt einen Guide, sondern wir sprechen über etwas sehr Wichtiges, was Lost Ark angeht. Wobei ein bisschen gemischt ist es schon, denn es gibt ein paar Tipps, die ich für euch auch dabei habe. Nach dem Intro sage ich euch, worum es geht, wie das Video unterteilt ist und ich freue mich, wenn ihr heute auch mit dabei seid. Wir werden mit einem Vorwort beginnen. Ich werde einfach was loswerden, was mir wichtig ist zu dem Thema, zu dem ganzen Video. Als nächstes besprechen wir, wie macht Lost Ark Geld? Wie finanziert es sich? Wie ist das System dahinter bei dem Spiel? Und Punkt C, also Abschnitt 3 ist, wie begegnet man all dem als Spieler? Und das hier ist eigentlich ein heißes Thema insgesamt momentan, denn wenn ihr es jetzt kürzlich erst mitbekommen habt, der Argos Raid, der jetzt erschienen ist und das, was in der Kommentarspalte dazu abgeht, dass Spieler frustriert sind, dass sie nicht in T3 sind schon und so weiter. Ich möchte mit euch darüber reden, was dahinter steckt, was die Mechanik dahinter ist, was das zu bedeuten hat und wie wir eben damit umgehen am besten. Sehr kontroverses Thema, deswegen auch das Vorwort an dieser Stelle. Ich meine das heute in diesem Video, egal was ich sage, nicht böse, gegen niemanden und auch nicht gegen das Spiel selber. Ich feiere Lost Ark, ihr wisst es selber, ich habe bald wahrscheinlich 100 Videos hier auf dem Kanal zu Lost Ark. Ich habe riesig Spaß in dem Spiel, hunderte Stunden schon reingesteckt und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich bin auch ein Befürworter davon, dass wenn man hunderte Stunden zum Beispiel Spaß in einem Spiel hat, dass man auch mal ein paar Euros ausgeben kann, erstens als Wertschätzung, sonst wäre das Spiel nämlich gar nicht da, die Entwicklung hat auch Geld gekostet und dann kann man sich, wenn man 100 Stunden gut unterhalten worden ist, kann man sich auch mal was gönnen und kann dem Spiel auch mal was zurückgeben, denn man will ja auch, dass das Spiel bestehen bleibt und es bleibt nicht bestehen, wenn keine Euros eingenommen werden, so läuft die Sache in unserer Welt nun mal. Wogegen ich aber bin, ist gegen Glücksspiel und dass man gezwungen wird, indirekt über einen Free-to-Play-Shop zum Beispiel Geld auszugeben. Das macht Lost Ark aber meiner Meinung nach nicht, beziehungsweise nimmt das natürlich jeder anders wahr und das ist heute auch ein Teil von dem Gespräch, was wir führen werden. Deswegen kommen wir auch zum Abschnitt 2 und wir sind jetzt schon, glaube ich, kontrovers gestartet, vor allem mit dem letzten Punkt, den ich gerade gesagt habe, aber wir werden jetzt im Laufe des Videos auch noch darüber sprechen. Wie macht Lost Ark eigentlich Geld? Und das ist, finde ich, sehr interessant, deswegen mache ich heute auch ein Video darüber. Natürlich haben wir klassische Elemente bei diesem Free-to-Play-Modell von Lost Ark, nämlich, das ist Punkt 1 auch schon, die Rüstungssets sind relativ rar. Es gibt nicht viele unterschiedliche Ausrüstungsteile. Wenn ihr auflevelt, klar, da unterscheidet sich das dann manchmal ein bisschen. Und dann habt ihr T1, T2 und T3 Set und ihr habt beim Dungeon Set, glaube ich, beim Abyss Dungeon, beim höchsten, glaube ich, unterscheidet sich es nochmal beim legendären, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe. Aber ansonsten ist da nicht mehr viel. Und wem zum Beispiel dieses spezielle Set nicht gefällt, und bei mir ist es zum Beispiel beim Kanonier, die ganzen T3-Sets gefallen mir überhaupt nicht, ja, dann kommt man in die Überlegung, ja, okay, ein Skin, ja, die haben schon coole Skins, ne? Wenn wir jetzt das Omen-Skinset betrachten, ich habe es mir gestern übrigens geholt, das sieht schon mega nice aus, finde ich. Und das ist natürlich Punkt 1, ne? Lost Ark Sets, deshalb Rüstungssets, die man in-game finden kann, sind nicht besonders vielfältig. Deshalb die Skins und die Leute sagen dann, hey, okay, ich möchte mal anders aussehen, komm, ich kaufe mal so ein Skin. Das ist Punkt 1, wie sich das Spiel monetarisiert. Das ist aber auch nicht besonders neu, besonders nicht bei Asia-MMORPGs. Punkt 2 ist, und da wird es jetzt interessant, Quests sind häufig mit Reisen verbunden. Ne? Ihr habt es selber wahrscheinlich schon mitbekommen, ne? Wenn ihr dann diese Abenteuerquests macht, wenn ihr bei bestimmten Inseln Quests macht. Ich nenne mal als Beispiel die Schildkröteninsel oder auch die Sternenlichtinsel. Gibt es noch ganz viele Beispiele.
dann müsst ihr von einer Stadt zur anderen, von einer Insel zur anderen, ihr müsst wieder zurück, dann müsst ihr wieder woanders hin und so weiter. Es geht in einem fort, ja, oder die Erweckungsquestreihe, ihr müsst hin und her porten von einem Kontinent zum anderen und wieder zurück und so fort und blablabla. Und das ist ein System für die Monetarisierung. Denn wenn wir uns die kristalline Aura angucken, dann sehen wir genau, dass wir mehr Bifrostplätze bekommen durch die kristalline Aura. Wir haben eine Vergünstigung bei dem Überseedampfer, ne, von Kontinent zu Kontinent mit dem Schiff vom Hafen abzufahren. Wir haben zudem beim Triport-System keine Silberkosten. Und das sind alles Punkte, die krass mit reinspielen, warum man dann sagt, hey, oh, diese Quest, oh Gott, da habe ich gerne diese kristalline Aura, da verliere ich nicht so viel Silber. Da habe ich mehr Bifrost-Punkte, auf die ich zurückgreifen kann. Das ist Punkt Nummer 2, wie sich das monetarisiert. Und klar, da gehen jetzt die Meinungen stark auseinander, glaube ich. Manche sagen, ja okay, es ist ja okay. Ich meine, macht ja auch manchmal storytechnisch Sinn. Warum sollte alles immer direkt auf einem Kontinent und direkt nebeneinander stehen? Macht auch keinen Sinn, stimmt. Aber ich finde, manchmal ist es schon abartig. Also gerade bei der Schildkröteninsel, ich werde euch das nicht spoilern, aber da kann man schon Frust empfinden, würde ich mal so dezent andeuten. Das Quest-Design hier an manchen Stellen, da bin ich ehrlich gesagt kritisch gegenüber eingestellt. Ich finde das manchmal nicht gut gemacht. Dieses Hin und Her, diese Lauferei die ganze Zeit ätzt mich manchmal schon an. Und dann bin ich froh, wenn ich so Bifrost habe und die kristalline Aura und so weiter. Kommen wir aber weiter zum Punkt Nummer 3, bevor wir uns hier festfressen an dem Geporte. Ja. Die Aufwertung ist mit viel Geld verbunden. Ja, also das habt ihr vielleicht jetzt auch schon gemerkt. Die T1-Materialien bekommt ihr ziemlich gut eigentlich, wenn ihr vor allem mit dem ersten Charakter unterwegs seid und von Insel zu Insel tuckert und dort die Truhen einsackt. Da bekommt ihr jede Menge Mats für die Aufwertung im T1-Klasse 1-Bereich. Aber wo es langsam ein bisschen härter wird, ist T2. Und wo es natürlich ganz hart wird, ist dann T3. Da sind viele von uns noch nicht, inklusive mich, bin auch noch nicht, bin kurz davor, aber bin noch nicht in T3. Und da kommt jetzt ein interessanter Punkt zu tragen, deswegen werde ich das Video vielleicht auch so genannt haben, Pay for Ungeduld. Nicht Pay to Win, sondern Pay for Ungeduld. Lost Ark ist Pay for Ungeduld, so habe ich es getauft. Denn man bekommt in diesem Spiel alles und man kann in diesem Spiel alles erreichen, wenn man geduldig ist. Wenn man ungeduldig ist, dann erreicht man das nur mit Echtgeld oder mit bestimmten Währungen und so weiter. Und das ist ein ziemlich krasses Element und das ist eigentlich auch ein Kernpunkt von diesem ganzen Video. Wenn ihr ungeduldig seid und jetzt quasi den Argos Raid vor die Nase gebunden bekommt, dann sagt ihr, hey, wow, neu, will ich haben. Ja? Sie setzen einem das mit Marketing direkt vor die Nase und wie wir sind als Menschen, wie wir das wahrnehmen, möchten wir das natürlich auch haben. Das wird gezeigt, das wollen wir. Ja? Aber die ganzen anderen Dinge drumherum interessieren uns dann nicht mehr so arg. Und dann sagen wir, oh, ich muss T3 werden. Und das spornt uns indirekt an, dann zu sagen, hey, da gibt es ja Maries Geheimladen, ne, im Lost Ark Shop Bereich und da sind auch noch Materialien drin. Oder im Auktionshaus sind die Materialien für Gold. Ne, und Gold kann ich eintauschen, beziehungsweise ja, mit den Kristallen und so weiter. Sollte ich vielleicht doch mal. Und ja, das ist der springende Punkt, Leute. Wenn ihr sagt, ey, okay, ich komme da jetzt nicht weiter, ich mache jetzt erstmal was anderes. Ne? Es gibt ja die vertikale Progression und die horizontale Progression. Die horizontale ist sammeln, Inseln machen, Events spielen, die Abenteuerfoliant-Sachen vervollständigen und so weiter, das ist alles horizontal. Wenn ihr aber vertikal wollt, ne, das heißt so hoch wie möglich im Gearscore Endgame-Content machen, das härteste, was da ist, das, was mit Argos jetzt kommt, momentan zumindest bis zu unserem jetzigen Stand, dann habt ihr da natürlich ein krasses Problem, ne, das geregelt zu kriegen, was die Reize angeht und die Emotionen. Und das lenkt einen in die Richtung, dass man die Materialien kauft. Dass man in den Maris-Laden reingeht und sich da noch die Mats holt. Ich bin auch schon Opfer geworden, hab das aber sehr schnell abgestellt, weil ich gemerkt habe, hey, das ist Bullshit. Und ich würde euch ehrlich gesagt auch raten, macht es nicht. Macht was anderes.
Dazu kommen wir dann im dritten Teil vom Video zu sprechen. Gehen wir nämlich weiter zu Punkt 4 jetzt noch kurz. Ich habe noch hier bis zu Punkt 6 geht es im zweiten Teil, dann sind wir fertig. Ein System ist noch Festung und Segeln, nämlich die Wartezeit. Ihr habt bei den Festungsentwicklungen eine Wartezeit, beim Segeln letztendlich auch Wartezeit, bis ihr von einem nach zur anderen Insel getuckert seid und so weiter. Für das Segeln gibt es bestimmte Schiffsskins, die einem Vorteile bieten, und für die Festung gibt es Verkürzungstickets, die die Forschungszeit verkürzen. Das ist auch ein bekanntes Element eher, was auch in anderen MMORPGs existiert, die Free-to-Play-Modell haben. Interessant ist hier, was sie mit den Dailies gemacht haben, das ist Punkt 5, nämlich die Unas Aufgaben, die sind repetitiv, ihr müsst immer den gleichen Mist machen, sag ich mal so, aber ihr könnt natürlich aus einer riesen Liste wählen, wo ihr immer das gleiche machen wollt, immerhin. Aber es gibt dann auch sofort Abschlusstickets, ihr könnt die sofort ein paar Klicks abschließen. Ich bin so ein Typ, der macht das gerne, ich habe mir die Tickets auch geholt, weil ich mache das dann einfach mit einem Klick weg, weil mich reizt es nicht so, das täglich immer wieder zu machen. Aber man muss es nicht mit Tickets machen. Ne? Das mal nur so gesagt. Es ist aber auch ein System, was drin ist, was einen dazu bringen, so zu sagen, komm, Convenience, ne? Ein bisschen Komfort, komm, ich hole mir die Tickets, fertig. Ne? Erledigt die Sache. Und hier ist vielleicht auch noch ein interessantes Element. Wenn man jetzt dieses Schwarzzahnschiff haben will, die Astray, dann gibt es da eine Quest, die belagert wird von was weiß ich wie vielen Leuten, die dann da rumstehen, die warten auf das Bosse-Spawn oder das Mob-Spawn, die sie töten können, damit sie die Quest abschließen können. Das ist schon ein bisschen heavy. Ja? Denn hier habt ihr eventuell die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr zu spät seid oder zu langsam seid, dann kriegt ihr den Questabschluss nicht. Dann könnt ihr da ewig rumstehen, verplempert Zeit. Wenn ihr so ein Ticket habt, könnt ihr es sofort abschließen. Gut ist, wenn ihr es einmal gemacht habt. Das ist natürlich auch noch vorweg gesagt. Wenn ihr es einmal gemacht habt, dann könnt ihr es immer mit einem Ticket abschließen. Die Leute, die sich aber nicht solche Tickets gönnen, ja, und das nicht wollen, was ich vollkommen verstehen kann, die müssen jedes Mal dorthin stehen und auf die Piraten warten und vielleicht sich mit 20, 30 anderen Leuten um diese paar Mobs prügeln, damit sie den Fortschritt bekommen, finde ich grenzwertig. Ne? Möchte nur mal sagen. Letzter Punkt, egal. 6 ist nämlich die Mounts, die gehen natürlich immer. Ne? Also da keine große Incentivierung, quasi zu sagen, oh, ich brauche unbedingt einen Mount. Ich finde, die Maps sind jetzt nicht so weitläufig, dass man unbedingt jetzt noch Mount. Die schmeißen einen ja auch trotzdem mit Mounts zu. Man kriegt immer gratis Mounts und hat sowieso gratis Mounts. Deswegen, ja, kein großes Ding. Die sind halt auch noch mit dabei, werden mit angeboten, unter anderem mit vielen anderen Angeboten, die es natürlich auch im Shop gibt. Aber ich mochte jetzt auf diese 6 Bereiche mal einen Fokus legen und ganz besonders natürlich auf das häufige Reisen mit der kristallinen Aura. Ja. Und das mit der Aufwertung finde ich mega, auch ein krasser Punkt bei Lost Ark, der finde ich recht besonders ist im Kontrast zu anderen Free-to-Play-MMORPGs, wie sie es machen, nämlich, dass sie mit der Ungeduld der Leute spielen, so wie das Amazon jetzt auch ein bisschen macht, ne? Und deswegen diesen Argos-Raid raushaut, wo fast niemand dafür bereit ist, außer wahrscheinlich ein paar Prozent der ganzen Spielerschaft, aber die anderen jetzt sagen, boah, ich bin hinterher, boah, ich muss aufholen, hey, ich muss jetzt schnell dahin, ich muss den Argos machen. Nee, müsst ihr nicht. Und das muss man lernen, sich dazu beherrschen. Und dann wird man auch nicht Opfer von dieser Mechanik. Ja. Kommen wir jetzt aber eben zum Punkt C. Da habe ich eigentlich gerade schon mit angefangen. Nämlich mit der Geduld. Das ist mein Tipp Nummer 1 für euch. Habt Geduld. Und eine Möglichkeit, Geduld zu haben, ist, die anderen Bereiche von Lost Ark zu entdecken. Ja, und einfach andere Sachen zu machen, sich die Skillpunkte zu holen, zum Beispiel von den Tränken den Turm zu machen, Platinfelder ein bisschen zu craften, die Festung auszubauen, die normalen Questreihen zu machen, die Story zu erleben, solche Sachen, die Beziehungen, da euch drauf zu konzentrieren, wenn es mit der Aufwertung nicht weitergeht. Das ist Nummer 1. Damit auch noch einbezogen, das kann ich euch sehr stark ans Herz legen, sind Nebencharaktere. Mann, oh Mann, genau das ist eine gute Sache. Denn das Spiel belohnt einen megamäßig für Twinks, für Nebencharaktere. Wenn ihr noch eine andere Klasse spielen wollt, macht das, fangt die jetzt an, boostet sie mit dem Power Pass, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten spielt es einfach von Grund auf nochmal hoch. Ich habe jetzt 3 weitere Klassen auf 50
und spiele alle mal ein bisschen, vor allem gerade den Scharfschützen. Hab wieder mega viel Spaß, diese Klasse zu entdecken und profitiere nebenbei davon, dass ich nochmal in die Chaos Dungeons gehen kann, die Materialien bekomme, da vielleicht auch was für Gold verkaufen kann. Und ich versuche jetzt auch mit mehreren von diesen Nebencharakteren zum Beispiel in T2 zu kommen, denn dann kann ich diese Materialien an Charaktere verteilen und habe pro Tag mehr Möglichkeiten, mehr Fortschritt zu haben, was die Aufwertung angeht. Bedeutet, wenn ihr eurem Hauptcharakter helfen wollt, könnt ihr auf lange Sicht auch Nebencharaktere spielen und die versuchen auf T2 zu bringen, denn dann helfen die Nebencharaktere eurem Hauptcharakter schneller mehr Materialien zu haben. Deswegen kann ich euch das natürlich empfehlen. Es ist auf lange Sicht, wie gesagt, ich betone es nochmal, aber ihr könnt das tun und könnt dann einfach auch nochmal eine neue Klasse entdecken, da auch nochmal Spaß dran haben. Also für mich wirkt das wunderbar momentan, wirklich. Nummer 2, was ich für euch dabei habe, wie ihr dem ganzen Zeug da begegnen könnt, ist, ihr macht die Inseln für die Materialien, für die Piratenmünzen und für die Inselwährungen. Ja? Ich habe jetzt Guides dazu auf dem Kanal, ich verlinke euch das alles auch nochmal. Da könnt ihr wirklich, insgesamt rate ich euch einfach, guckt die Guides zu den Inseln, auch nicht nur von mir unbedingt, guckt auch von anderen die Guides. Und sammelt euch die Materialien, die Piratenmünzen, die Inselwährungen, sammelt die euch ein und profitiert davon. Nicht, dass ihr das überseht, hier kriegt ihr wirklich einen enormen Boost für euren Fortschritt. Wenn der euch fehlt, ist es natürlich noch frustrierender, das möchte ich sagen. Gehen wir zu Punkt 3, na, wie ihr damit umgehen könnt. Wöchentlich, merkt euch das am besten wirklich, das ist wichtig eigentlich, wöchentlich die Silmaril-Blutsteine von eurer Gilde benutzen. Beim Gildeneintausch, beim Silmaril-Blutstein tauschen, holt euch dort wöchentlich die Materialien für die Aufwertung. Ihr könnt das wöchentlich mit einem Limit machen, deswegen solltet ihr dieses Limit auch ausreizen und nutzen und nicht verpassen. Jeden Donnerstag setzt es sich zurück, das immer bemerken. Genauso bei den Handelsschiffen an jedem Hafen, das ist nicht an jedem Hafen gilt das neu, sondern ihr habt an jedem Hafen sozusagen das gleiche Angebot, ja, mit Aufwertungsmaterialien, holt euch dort das wöchentliche Limit, reizt das aus und das gleiche auch nochmal für die Chaos Dungeons Tokens, die ihr bekommt, wenn ihr mehrfach Chaos Dungeons macht, könnt ihr bei dem Chaos Dungeon Händler, der direkt daneben steht, auch Materialien eintauschen gegen das Zeugs. Momentan aktuell noch die Events und es kommen in Lost Ark zukünftig immer wieder Events, also in Südkorea ist es so, dass immer Events am Laufen sind. Und macht diese Events, ihr werdet jetzt momentan sehen, was ihr bei diesem Rennen, bei diesem Event mit diesen Marken, was ihr dort beim Händler abstauben könnt, jede Woche. Es sind richtig krasse Sachen dabei, nutzt es wöchentlich, löst es ein, nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt, mit euren Tokens und profitiert davon für eure Aufwertung, für euren Charakter. Das ist ein wichtiges Thema zu Geduld, Ungeduld und zu wissen, hey, das muss ich wöchentlich machen. Punkt Nummer 4, Leute, ist natürlich täglich die Chaos Dungeons machen. Was ich beobachtet habe, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber was ich beobachtet habe, das Allerwichtigste sind die Chaos Dungeons. Wenn ihr sonst nichts machen könnt, täglich, macht wenigstens die 2 Chaos Dungeons Runs, die geben euch am meisten Mats für die Aufwertung. Wenn ihr sonst keine Zeit habt für nichts, macht aber die Chaos Dungeons 2-mal pro Tag. Nächster Punkt ist, die täglichen Quests und die wöchentlichen Quests, die kann ich euch wirklich auch wirklich stark ans Herz legen, die immer zu verfolgen. Guckt euch gerne auch den Guide nochmal an zu den Unas Aufgaben. Das sind ja die täglichen Quests und die wöchentlichen. Macht die wirklich, wenn es geht, täglich, damit ihr bei dem Rufstatus weiter nach oben kommt. Guckt, wo ihr den Ruf schon ausgereizt habt und dann macht dort nicht mehr die Quests, sondern macht immer tägliche Quests, wo der Ruf noch nicht voll ist, dann kriegt ihr immer mehr Belohnungen für die Rufbelohnungen auch. Und wöchentliche Quests natürlich auch für die Marken extrem wichtig, damit ihr das gegen Gold eintauschen könnt irgendwann mal. Last but not least, Punkt Nummer 6 hier in der Rubrik, ist eure Insel zu leveln, eure Festung also aufzuwerten. Immer bei der Festung vorbeigehen, Forschung anmachen, die möglichst lange dauert, damit ihr euch nicht drum kümmern müsst. Wenn ihr Materialien habt, craftet was an der Werkbank. Wenn ihr
eine Expedition frei hat, habt einen Slot, schickt was auf Expedition mit möglichst gutem Prozentwert. Und dann ist das gut. Lasst die Festung immer nebenbei laufen, das ist mein Tipp für euch. Und so könnt ihr nämlich vor allem auch über die Werkstatt irgendwann, wenn ihr ein bisschen sammelt auch und so die Sammelsachen macht, die Handwerksberufe, dann könnt ihr halt auch gutes Gold im Auktionshaus nebenbei machen. Gold allgemein zu machen ist eigentlich auch noch in diesem Tipp inklusive. Versucht Gold zu machen, gerade über sowas wie die Werkbank, insgesamt einfach zu versuchen, zum Beispiel mit den Schatzkarten auch, da kriegt ihr manchmal diese Fragmentbeutel, die handelbar sind. Wenn ihr handelbare Aufwertungsmaterialien habt, dann nehmt die und stellt die ins Auktionshaus, falls ihr die nicht mehr braucht. Ja, falls ihr schon durch seid mit der Stufe, könnt ihr die Sachen verkaufen und die geben oft mal richtig dick Kohle. Müsst nur gucken, wenn gerade Events laufen oder wenn gerade der wöchentliche Reset war an einem Donnerstag. Also wenn ihr an einem Freitag verkauft, wird der Preis immer niedriger sein. Da kriegt ihr nicht so viel Kohle dafür. Wartet vielleicht bis zum Sonntag ab oder so, bis die Leute das alles schon wieder durchverbraucht haben. Und dann könnt ihr davon profitieren, dass ihr höhere Preise wieder bekommt. Denn Gold wird euch im Endeffekt von großem Nutzen sein. Vor allem, wenn ihr dann irgendwann mal T3 werdet, dann könnt ihr ganz, ganz viel mit dem Gold machen. Ganz viel in sinnvolle Items investieren für euer Gear, für euren Gear-Score, für eure Stärke von der Klasse. Und deswegen, das würde ich euch ans Herz legen. Da könnt ihr auch dieses Ganze, was den Ingame-Shop angeht, ein bisschen umgehen, wenn ihr Gold habt. Könnt ihr euch sehr viel davon gönnen von dem Shop und müsst keine echten Euros für ausgeben. Abschließend noch ganz kurz, wie gesagt, das ist jetzt das, was ich euch empfehlen würde. Ich finde es nicht schlimm, dass Lost Ark versucht, Geld zu verdienen. Ich weiß, manche Leute finden das schlimm. Und ich würde euch einfach raten, nutzt diese Gelegenheiten, habt Geduld, versucht das Spiel zu genießen und nicht nur auf den Gearscore zu schauen. Der Argos Raid rennt euch nicht weg. Er ist immer da, der bleibt da im Spiel. Ihr könnt es irgendwann noch spielen. 3 Monaten ist doch wurscht. Lasst euch nicht ködern und gebt nur dann Geld aus, wenn ihr Lust darauf habt und wenn ihr sagt, hey, ich habe Spaß in dem Spiel und möchte, dass es weitergeht, dann gebt Geld aus. Aber lasst euch nicht drängen, Geld auszugeben. Das möchte ich euch am Ende noch mit auf den Weg geben. Ich hoffe, dieses Video war für euch nützlich und informativ. Ich habe mir viel Mühe gegeben, habe mir das alles aufgeschrieben und notiert. Deswegen hoffe ich, es hat euch auch was gebracht. Würde mich freuen, wenn wir uns bei einem anderen Video bald wiedersehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, würde mir sehr helfen, würde mich sehr freuen. Ansonsten viel Spaß weiterhin in Lost Ark. Macht es gut und auf Wiedersehen.